So, da sind wir wieder bei Dungeon Defenders mit Bier und dem Rahmschnitzel. Ue. Meh. Ja. Genau. Dungeon Defenders, richtig. Der Zombie und der Rahm. Richtig. Stürzt sich jetzt auf das letzte Level dieser normalen Missionen namens der Gipfel. Genau. Das ist ja wohl der Gipfel. Wollen wir es auf schwer spielen? Ich weiß nicht. Ja, machen wir jetzt. So. Okay. Ich habe mir übrigens einen kleinen, neuen, liebenvollen Begleiter geholt. Oh, Moment, ich muss einen Screenshot machen fürs Thumbnail. Zu spät. Ha, nee, habe ich. Nee. Hier steht halt der Gipfel da. Das stört doch keinen. Der Gipfel. Oder danach nochmal einen, wo schon gerade alles ist. Das ist ja der Gipfel. Das ist voll. Ja, das hast du schon mal gesagt. So, hast du das gerade? Ich habe einen neuen kleinen Begleiter dabei, den Pyro, der mir plus 29 Gebäudeschaden bringt. Was in diesem Level doch vielleicht ein weniger praktisch ist, da die Bossphase etwas länger ist. Sie ist interessant. Also Boss, ne? Ein schöner Stern im Himmel. Ach, schön. Blick auf die Karte sagt uns, es kommt von allen Seiten was. Wir haben drei Kristalle und die wollen verteidigt werden. Hier unten ist ein großes Tor, da kommt gerne auch mal ein Ogre raus. Und macht ja. Ogre. Vor denen habe ich sogar vielleicht ein bisschen Angst, dass wir es eben nicht schaffen könnten. Ja, ich glaube, die werden schon noch böse werden. Hier vor muss man aufpassen, hier ist Lava. Ne? Nicht, dass man zur Kiste hier hechtet und dann fällt man da rein. Wäre unvorteilhaft, ja? Ja, habe ich ja, schon mal geschafft. Ja, ich auch, schon oft genug. Ja. Man denkt sich immer so, ach, da fällt mir noch eh nie rein. Und dann fällt mir da ständig rein. Da springe ich nochmal eben. So, ich habe jetzt drei Kisten. Du hast drei Kisten schon genommen. Du hast auch drei, ne? Ich nehme gerade meine dritte und eine ist noch da. Achso, wollen wir mal gucken, hier unten kommen Sachen von der Mitte. Ich nehme es einfach mal. Und da hinten und dahin. Wir müssen alle halt hier diesen Gang darunter erstmal, um dann wieder hochzukommen. Sieht man zumindest aus meiner Perspektive. Wie sieht es bei dir da hinten aus? Ich gucke da auch mal einfach. Es sieht danach aus, dass ich die Spielton ein bisschen leiser stelle. Ja, das sieht man auch sehr schön. So. Komm, ich mach das einfach mal. Ich baue einfach mal. Du baust einfach mal. Ja, und zwar vielleicht sogar ich. Nee, doch. Obwohl, der Spiegelton ist an sich gar nicht so laut. Die Musik ist so laut. Nee, alles andere ist irgendwie. Ach, keine Ahnung. Bist du dir unschlüssig? Sag ich mal hierhin, keine Ahnung, ob es sinnvoll ist. Auf der anderen Seite auch, zumindest hier die Grundlagen erstmal schaffen. Komm, hier fliegen Sachen an. Ach, noch nicht. Das ist einfach so. Wenn der Sound euch nicht gefällt, dann schaut's bei ihm an. Es ist schön, wie sehr du dich gerade mit dem Level hier beschäftigst. Danke. Ja. Du baust hier schon wieder deine unnötigen Magiebarrikaden überall. Ich sehe es schon. Ja. Hallo, die nehmen den Gegnern ihre Resistenzen. Die sind sinnvoll, gerade wenn da nur ein Feuerturm steht und da irgendein Blitzheini kommt. Okay. Vier Türen sind's nur, oder? Fünf. Es sind fünf. So nach allen Regeln der Mathematik. Ja, wenn man die roten Kreise zählt. Ja. Die Halbkreise und so. Gut, und hier kommen einige. Ich will hier oben dann noch irgendwann so einen tödlichen Dingsbumsturm bauen. Weil hier der durch die Wände schießt und überall was hinkommt. Also da, ne, die Wege sind hier recht lang. So, wo hält man denn hier am besten die Feinde auf? Ich habe da doch schon überall was gebaut, also ein bisschen. Wie machen wir das denn hier im Na, Oberteil? Aber die Ecke ist ja ganz doof. Da kann man ja gar nichts hinstellen. Ja, musst du nicht. Welche Ecke meinst du? Ja, hier, wo du deine Türmchen gebaut hast. Da kann man doch was hinstellen. Sieht man doch. Ach, hier sind's. Es sind insgesamt sieben Türen. Die sind nur sehr dicht beieinander hier. Ja, ich sehe es gerade, wenn man das so ein paar Mal drückt, sieht man da nochmal zwei Türen jeweils. Ja. Ich würde eben gerne auf diesen langen Gängen, hätte ich gerne meine Ballisten stehen. Soll ich das wieder wegreißen da unten? Du kannst es ein bisschen umsetzen, nach meiner Anleitung, ja. Ich komme. Hallo. Falsche Richtung. Egal, auf der anderen Seite ist es genauso. Ja, aber da kann ich dann, ich will dir erst sagen, wie du es hinsetzen musst. Ich komme mal zu dir rüber. Ich komme gleich zu dir. Ich bin schon bei dir. Der Wahnsinn. So, ja, ich bin noch da. Die laufen ja alle hier diesen Weg entlang dann, ne? Ja, die laufen aber auch oben den Weg lang. Ich meine, das ist ja, du kannst auch hier hinbauen. Ja, yeah, klar, das schon, ja. Nee, aber ich würde sagen, dass du hier so deine Barrikade und deinen Turm hinbaust, dass die wirklich erst vor der, beziehungsweise ich kann ja die Barrikade bauen und du baust dann deinen Turm dahin. Kannst du auch gerne machen.
Was willst du? Du willst da eine Balliste hinten klatschen, ne? Ich möchte hier hinten eine Balliste haben, ja. Ja, und ich darf hier auch noch was so ziere. Beziehungsweise möchte ich zwei Ballisten sogar auf jeder Seite haben, weil hier kommen die Oger, das weiß ich noch. Ja. Schön, denn die erste Balliste wird schon mal nicht akzeptiert, die zweite meine ich. Und noch mal. Ja, ich gehe schon mal auf die andere Seite. Sorge dort für den nötigen Baukunststil. Und was auch immer man noch alles hier hineinklatschen möchte. Hauptsache es funktioniert. So. Muss ja nicht schön aussehen. Es ist, glaube ich, auch übertrieben, gleich in der ersten Runde hier zwei Ballisten hinzustellen. Ja, wir müssen auch aufpassen mit unseren Einheiten. Ja, genau, deswegen lasse ich erstmal eine noch weg. Hier ist es klar, ne, wo ich, ne, und so. Ich hüpfe schon zu dir. Ich eile. Ja. Machst du etwas Beilung? Beilung. Ja. So. Die A-Eilung ist ja nicht unbedingt die praktischste. Ja, aber die Beilung, dann nimmt man sich eine kleine Axt und haut sich, selber. Ja, das klingt doch ganz nett. Ja. Ist immer ist der beste Party-Hit. Also. Ich meine das mal so, dass es eventuell noch an die Seite da hinten kloppen könnte, aber wahrscheinlich eher nicht. Ich stelle das auch nicht zu dicht daran, sonst geht das kaputt. Wobei das egal ist. Es geht so oder so kaputt, wenn sich der Gegner darum bemüht. So, 180 Punkte habe ich noch. Dann ist unten sicher, ich habe noch 140. Wunderbar. Müssen wir uns oben hier irgendwie um die Wege kümmern. Ich würde mal direkt erstmal hier von diesem Aufgang, obwohl dieser Aufgang hier, der muss verteidigt werden. Richtig. Oder eben noch weiter vorne, wo sie rauskommen. Ja, aber die kommen von beiden Seiten. Die kommen von allen drei Seiten. Ja, oder also die drei beiden halt. Ich meine, wie kommt denn da jetzt aus dem einen Tor hier, aus dem rechten der beiden, kommt jetzt gar nichts. Das heißt, die Mitte brauchen wir im Moment noch überhaupt nicht verteidigen. In der Theorie. In der Rio de Tero. Reicht ja. Da eine Barrikade nicht? Ich denke, zwei braucht man hier. Ja. Möchtest du dann hier noch was hinmachen oder darf ich wieder einen Feuerturm bauen? Du darfst gerne einen Feuerturm bauen, weil meine Punkte wahrscheinlich für alle Barrikaden draufgehen werden und nicht mehr reichen werden. Doch, ganz genau für die Barrikaden. Nein, ich habe da sogar noch welche übrig. Was laber ich? Wenn du noch 20 hast, kannst du mir die gerne geben. Werde ich tun. Es wäre mir ein Fest. Ein sehr kleines Fest, aber es wäre eins. Hatschi. So. Gesundheit. Bitte. War es auch ein grüner Kristall? Sonst muss ich mir Sorgen um meine Krankheit machen. Lecker Auswurf. Ja. Ich habe noch 40, möchtest du die zurückhaben? Ja. Doch. Öscher! Die waren grün. Ja. Und auch ganz viele. Yeah. Ein schöner Keuchhusten. Ja. So. Ich mach keine halben Sachen, weißt du doch. Gut, dann passt doch alles, würde ich sagen. Ich bin bereit. Ach, guck mal, die teilen sich doch auf, die kommen doch in der Mitte raus. Die haben uns belogen. Da kommen wir doch aus beiden Türen welche. Boah. Ja, das wollte ich damit gerade gesagt haben. Ich meine, wir sind toll. Warte, geh weg. Ich bin schon weg. Mein kleiner Helferleinchen hier macht massiv Schaden. Das ist auch gut, ich brauche aber auch alle Kristalle. Damit ich dann noch. Okay, hab schon genügend. Jetzt kann ich hier noch eine zweite Barrikade bauen. Ich kann dahin kotzen. Du kannst dich jetzt gerne hinter die Barrikade stellen. Die kriegen ja auch Schaden, wenn sie die Barrikade hauen. Das stimmt. Ich sammle die anderen hier ein. Okay, wie sieht's da unten aus? Da kommt gar nichts durch. Von den Seiten. Auf der unteren Seite sollte ich es wirklich so gebaut haben, wie ich es mir gehofft habe und gewünscht habe. Das sollte gehen. Die tingeln da alle erstmal außen rum. Gut, von der Mitte, da ist er verteidigt, obwohl da fehlt noch mein Feuerturm. Warum fehlt ein Feuerturm? Weil wir da noch keinen gebaut hatten. Ich habe doch gerade erst die Barrikaden dahin geworfen. Ich verwechsel das gerade. Alles bringt da durcheinander. Ja. Immer diese Let's Play. Ich kann nur bis zwei zählen. Sobald eine dritte Seite noch dazukommt, da bricht es hier völlig ab. Deswegen werde ich auch nie mehr als zwei Kinder haben. Das dritte Kind wird dann vollkommen blöd. Missachtet. Genau. Moment, du bist doch der. Ach nee, du bist der. Ah, okay. Hast du heute Geburtstag oder du nochmal? Oder wenn es drei verschiedene Geschlechter gäbe. Dann wüsstest du gar nicht, welches du mögen würdest. Ja, das sowieso. Das wäre dann eigentlich diese typische Schere-Stein-Papier-Kreislauf. Das heißt, nie würde irgendjemand glücklich werden können. Aber es ist ein anderes Thema.
Bisschen. War interessant, aber gehört hier nicht hin. Ich erhöhe den Grundschaden. Du erhöhst den Grundschaden? Ja, weil ich in der Stufe aufgestiegen bin, also meiner Türme. Ich auch. Wieso waren hier oben? Funktionieren hier oben tote Gegner? Oder beziehungsweise lagen hier oben Kristalle? Ist doch besser als lebende Gegner. Du meinst in der Mitte, oder was? Oder nein, wo? Die lagen... hier oben. Gehen die auch da hinten rum jetzt, oder wie? Ich glaube, laut Erinnerung sind auch hier die Feinde langgelaufen. Vielleicht sogar sein. Genau, allerdings werde ich hier nur diese Schubsbarrikaden hinstellen. Das, beide Seiten. Ja, das reicht ja. Ich mache hier oben als... Ja, da unten ist eine andere Seite. Die sind so weit auseinander. Ich mache hier mal einen Blitzturm so hin, dass es auch eventuell Fliegensachen abmöbeln könnte. Okay. Auf der anderen Seite auch. Wir haben 150 Abwehreinheiten frei, das heißt, wir müssen später erstmal schauen. Wir haben ja aber halt auch recht viele Seiten, zu denen abgeblockt werden muss. Richtig. Das heißt, könnte interessant werden. Haben wir noch irgendwo Kristalle? Wir haben noch ganz viele Kisten hier. Dann könnte ich schon mal ein bisschen was aufwerten. Oder zumindest noch weitere Sachen bauen. Ja, ich möchte möglichst erst die Einheitenpunkte voll kriegen, bevor wir Ding upgraden. Ich schnapp mir erstmal zwei Kisten. Da sind noch zwei dann für dich. Brauchen wir hier unten noch irgendetwas von mir? Ich will auf jeden Fall hier oben an der unteren Seite, also von der Karte, ja, ein paar von den Dingensgeschosstürmen bauen. Ich könnte hier oben so einen Kanonenkugelturm hinwerfen. Das wäre bestimmt lustig, weil die ganzen Feinde da unten entlang laufen. Ja, ich denke nur, dass ich hier vielleicht oben, der schießt ja durch einen Tempel durch. Und ich würde da einen Kanonenturm hinsetzen, der schießt dann einfach die Kanonenkugel runter. Wobei, das ist ja... Das kann ich auch hier oben drauf setzen, dann kann der sogar bis an die Seite ganz schießen. Wenn ich das so drehe... Ist der Schussradius davon nicht sehr weit. Und auf die andere Seite auch nochmal. Das heißt, zumindest der Teil ist schon mal deutlich gesicherter. Dann machen wir es einfach so. Du schießt ja nämlich auch auf die komplett von der Seite kommenden Sachen da. Und alles Fliegende sowieso. So, und ich habe hier nochmal zwei Kanonentürme hingestellt. Das ist, glaube ich, die erste praktische Position für die. Weil da unten so ein Schmelztiegel ist. Ja, genau. Da bringen uns diese hüpfenden Kanonenkugeln vielleicht doch ein bisschen mehr als... Schadensmengen. Ich bin fertig, ich kann nichts mehr tun. Obwohl, da oben sind noch zwei Kisten. Ja, ich habe noch keine genommen. Ja, die darfst du gerne haben. Gerne, doch. Da unten kommt tatsächlich jetzt schon ein Ogre raus. Aus dem Haupttor. Das ist auch der einzige Feind. Ja, auf beiden Seiten sind aber auch jeweils zwei Ballisten. Ja. Die kann ich aber auch noch upgraden, je nach Bedarf. Das ist ja einer von den normalen Ogern, also ohne irgendein Ding. Ich wäre übrigens dafür, dass wir uns die ein paar Abwehreinheiten freihalten. Ja, ja. Für Le Bosskampf. Wir können ja sowieso dann noch an den entscheidenden Stellen ein bisschen optimieren und verkaufen und neu tun und so. Genau, wir haben ja das Geld. Genau. Alles ist hier schwer, die Falle. Lassen wir die fallen. Ganz am anderen Ende liegt auch nochmal irgendwas Grünes. Na, wenigstens gibt es keinen Fallschaden in dem Spiel. Ui. Ja. Und dann krieg tot. Ach ja, ich habe ja noch einen Levelaufstieg. Ach, Angeber. Ach, ich habe ja auch schon. Ich gehe mal auf ein bisschen auf den Wirkungsbereich, damit die Kanonentürme vielleicht doch ein bisschen besser treffen. Mhm. So. Wo lag noch etwas? Ach, du hast schon bereit gemacht. Dann fängt der Sternenhimmel ist so schön. 4, 3, 2, 1. Ich nehme die Handschuhe einfach mit. Keine Zeit, die anzugucken. No time for shopping. Und ich upgrade auf beiden Seiten eine Balliste jeweils noch während der Runde jetzt. Hat. Ich werde einfach mal nach oben hier schauen, was da denn so los ist. Okay. Die Gegner sind ja alle in roter Form hier. Das heißt, die sind auch alle schon. Sieht man an den zwei Pfeilen da oben über dem Kopf. Die sind schon doch eine Stufe besser. Aber die halten alle nichts an Feuer aus. Von daher sind die Feuertürme schon ganz gut. Wobei mein Kleiner hier schon die ganze Arbeit gemacht hat. Aua! Und wenn ein Feuerresistenter kommt, dann habe ich immer noch meine Ballistos. Dann habe ich auch noch meinen Gift-Tiny hier bei mir. Der macht echt schön was. Ach, hier ist ja schon der Ogre. Ach, der hat nur 40.000. Ich will gucken. Der wird hier schon ein paar Mal von deinem Turm, wird der sehr arg massakriert. Ich will gucken. Auf der linken Seite hier oder was? Ja, deswegen habe ich den Turm dahin gestellt. Ich bin schon tot. Ich richtige Stralle.
Möchtest du die haben? Schwert vielleicht. Da unten liegt noch so viel Zeug drum. Das sind die ganzen pinken Kristalle. Ja. Die machen ja ordentlich was. Ja, Geld kriegt man hier mehr als genügend. Das ja. Braucht man aber auch. Würde ja. Ich fast schon behaupten. Ich werte einfach mal alles hier auf. Ich habe gerade 840 Kristalle über. Uiuiui. Doch, da wird alles mal ein bisschen was aufgewertet. Ich meine, auch noch was rum. So ist ja nicht. Ich wäre doch dafür, dass du hast da oben zwei gelbe Türme stehen, oder? Ja. Gut, dann upgrade ich die ein paar Mal. Weil die sind doch recht praktisch, um die Ogre aufzuhalten. Deswegen habe ich die da hingestellt. Ich meine, die von ihrer Reichweite und sowas decken die komplett den Bereich ab, wo der Gang lang führt. Das ist gut. Ja, meine Kanonentürme sind nicht so wirklich effektiv, aber sie ballern einfach zwischendrin mal rein. Die sehen schön aus. Wie sieht's oben aus? Ach, da läuft einer hin und her die ganze Zeit, okay. Was? Ach, da ist noch einer. Ja, da läuft die ganze Zeit links. Ja, ich guck da gleich mal vorbei. Der tanzt da ein bisschen. Tanzt du mit? Ich bin zu weit weg, sonst würde ich vielleicht mittanzen. Aber ich werde... Ich lasse einfach meinen kleinen Begleiter hier seine Arbeit tun. Das Schöne ist, dass die Begleiter auch nicht angegriffen werden. Können, ja. Ja. Richtig. Das heißt, man kann auch selber ein bisschen dann daneben stehen, ohne getroffen zu werden. Und wir alle wissen, dass ich gerne mal daneben stehe. So, deine teuren Türme habe ich jetzt beide auf Stufe 2 geupgradet. Das ist schön. Und meine Kanonentürme werden beide Stufe 1 geupgradet. Ich befürchte, die Blitztürme hier oben haben noch gar nichts getan. Das heißt, falls wir Einheiten bräuchten, können wir die auch verkaufen. Ich habe ja vorsichtshalber die Ballisten hingestellt. Das ja, ich habe es gerade gesehen. Also da oben sollte eigentlich erstmal nichts. Ich weiß noch, dass beim letzten Mal da oben unsere Schwachstelle war. Ja. Ich meine, da haben wir ja auch nur auf Mittel gespielt. Nur, ja. Barrikaden hier bekommen einige Schaden, die in der Mitte. Da steht der Feuerturm, glaube ich, ein bisschen zu weit weg. Oder ist zu schwach? Weiß ich nicht. Ich werte die nochmal auf. Und ansonsten spendiere ich da nochmal einen anderen Turm hin. Sollte ich das machen? Ich kann ja auch nochmal so einen Weitschussturm machen. Ich weiß nicht, wie es hier mit fliegenden Einheiten aussieht. Nicht viele. Und an sich kann ich gerne noch... Ja komm, ich baue noch einen Turm dahin. Hm? Und was für einen? Ich bin jetzt mal... Einen teuren Turm. Weil die so schön sind. Okay. Das nehme ich dir jetzt übel. Ja, das darfst du gerne tun. Ich meine, wir schauen jetzt einfach mal, wie das denn so kommt, ne, mit den Einheiten. Wie viele Kristalle hast du noch frei? Wie viel ich über habe? 215. Dann upgrade doch mal bitte eine Barrikade hier. Ich habe da schon beide einmal von upgradet. Ja, nehme ich die andere dann nochmal. Gut. Ich bin durch. Ich auch. Der Wahnsinn. Gott, ich warte dann mal unten auf mein Einkommen. Da unten läppert sich ja eine Menge an. Da kommen fliegende Sachen. Ja, dafür hast du doch deine Türmchen da stehen. Das stimmt, das ist schön. Die fallen sogar um, bevor die überhaupt hier in das Land kommen. Das heißt, die Kristalle fallen einfach runter. Ah, hier kommt überhaupt nichts mehr ran. Na gut, doch. Ja, doch, daher kommt das. Okay.